Auch in unseren Gemeinden Steudend und Etzdorf zeigte sich ein großer Opfersinn für den Krieg und die Krieger. Liebesgaben ohne Zahl wurden an die im Felde stehenden Krieger nach Frankreich und Russland, auch nach Belgien gesandt. Das Rote Kreuz, dessen Leitung in der Hand des Pastors Buse lag, konnte sich in Werken der Liebe besonders für die verwundeten Krieger nicht genug tun, und viele Gaben flossen denselben von hiesigen Gemeindemitgliedern freiwillig zu. Der hiesige Frauenverein arbeitete sehr fleißig für die Krieger und verfertigte Strümpfe, Handschuhe, Kopf- und Lungenschützer, Pulswärmer, Ohrenwärmer, vor allem Unterkleider und anderes mehr. Er versammelte sich fast regelmäßig jeden Dienstagabend in der Pfarre. Auch der Jungfrauenverein stellte seine Arbeit in den Dienst der Kriegshilfe. Die Schulkinder, die Lehrer und auch andere Personen sammelten fleißig Goldstücke. 10 und 20 Markstücke für die Reichsbank, um den Goldbestand derselben zu mehren. Es wurden hier über 1500 Mark zusammengebracht. Der Gesangsverein veranstaltete ein Gesangskonzert im Winter 1915 für die Krieger. Es wurden über 40 Mark eingenommen. Dafür wurden für alle im Felde stehenden Krieger aus Steudend und Etzdorf Würste gekauft und diese ihnen zugeschickt. Auch die hiesige Gemeinde spendete reichlich Gaben aus der Gemeindekasse für unsere tapferen Krieger. Die Mädchen der ersten und zweiten Klasse strickten während des Winters 1914-1915 in den Handarbeitsstunden nur Strümpfe. Die Liebestätigkeit der Bewohner kann eine großartige genannt werden und der Opfersinn des ganzen deutschen Volkes muss lobend hervorgehoben werden. Den Heldentod fürs Vaterland starben bis heute, am 23. August 1915, aus hiesiger Gemeinde der Artillerist Friedrich Kurowski in Frankreich. Er hinterlässt eine Witwe mit 3 Kindern, der Gardegrenadier Paul Mettin in Galizien, er war ledig und ist der Sohn des Maurers und Häuslers Otto Mettin, der Jäger Otto Neubart infolge Verwundung im Lazarett in Ungarn. Er war gleichfalls ledig, wurde in Russland verwundet und ist der Sohn des Handarbeiters und Häuslers Otto Neubart. Der ledige Infanterist Emil Born in Frankreich, Sohn der Witwe und Häuslerin Auguste Born. Der ledige Infanterist Emil Goldschmidt ebenfalls in Frankreich, Sohn des Aufsehers auf hiesigem Rittergute Wilhelm Goldschmidt. Der ledige Infanterist Paul Zander in Russland, Stiefsohn des Arbeiters Hermann Tröbner. Im Januar 1916 starb im Lazarett zu Trier infolge Verschüttung und Verwundung der Unteroffizier Otto Heinemann. Um ihn trauert eine Witwe mit 2 kleinen Kindern. Infolge des Krieges stellte sich ein Mangel an den notwendigen Lebensmitteln ein, die darum auch im Preise erheblich stiegen und deshalb in der Bevölkerung eine Unzufriedenheit hervorriefen. Im Januar 1916 kostete zum Beispiel das Pfund Rindfleisch 1,60 Mark, das Pfund Schweinefleisch 1,60 Mark bis 1,80 Mark, das Pfund Leber und Rotwurst 2 Mark, der Zentner Kartoffeln 3,85 Mark bis 4 Mark, das Pfund Butter 2,20 Mark bis 2,40 Mark. Für die meisten Lebensbedürfnisse sind von der Regierung Höchstpreise bestimmt worden, zum Beispiel für Kartoffeln, Roggen, Gerste, Hafer, Schweine und so weiter. So beträgt der Preis für den Zentner eines Schweines von 3 Zentnern Lebendgewicht 125 Mark. Auch stellte sich eine Knappheit an Petroleum ein, sodass Steinöl, Kerzen, Karbid und dergleichen zum Brennen benutzt wurden. Ein Grund zum Mangel mancher Waren lag darin, dass diese wegen der feindlichen englischen Heere nicht nach Deutschland eingeführt wurden, da das stolze England das deutsche Volk aushungern wollte, weil es uns durch diesen Aushungerungsplan auf die Knie zwingen und deshalb zum Friedensschluss bringen wollte. Denn militärisch vermochte es uns samt seinen Verbünden nicht zu besiegen. Aber Gott sei Dank gelingt dieser Plan den Engländern nicht, da Deutschland so viel Lebensmittel hat, dass es durchhalten kann, wie lange der Krieg auch noch dauern mag. Wir werden trotzdem nicht verhungern.
Durch die kluge Fürsorge der Regierung ist der Mehl- und Brotverbrauch gleichmäßig in ganz Deutschland geregelt, sodass die Brotkarte eingeführt wurde und jede Person wöchentlich 4 bis 4,5 Pfund Brot oder eine entsprechende Mehlmenge erhält. Auch sind besonders in den Städten Butterkarten und noch andere Karten eingeführt, um den Verbrauch dieser Erzeugnisse gleichmäßig zu verteilen und zu regeln. Für Heereszwecke fanden verschiedene Sammlungen statt, um die fehlenden Bedürfnisse auf diesem Wege zu erhalten. So sind Sammlungen von Gummi, Kupfer, Edelmetall, Leder, Wollsachen, Lumpen, Papier und Naturalien veranstaltet worden. Auch verfügte der Staat die Beschlagnahme mancher Gegenstände wie Schafwolle, Tuche, Wollsachen, Öle, Wolle und anderem mehr. Um große Mengen von Mehl zu erhalten, soll der Roggen 75-80% ausgemahlen werden in den Mühlen. Das Verfüttern von Brotgetreide ist bei hohen Strafen behördlicherseits streng verboten worden. Die Polizeistunde wurde in den Städten und Dörfern auf nachts 12 Uhr festgesetzt. Länger dürfen in der Kriegszeit die Gasthäuser und dergleichen nicht besucht werden. Der Krieg kostet vor allem auch viel Geld. Darum schrieb der Staat bis jetzt 3 Kriegsanleihen aus und alle wurden voll von der Bevölkerung in warmer Begeisterung gern und freudig gezeichnet, ja sogar überzeichnet. Es wurde auch eine Sammlung unter den Schulkindern zum Bau einer neuen Emden vorgenommen und kamen hier in Steuden 50 Mark zusammen. Das Kriegsschiff Emden, ein Auslandskreuzer, der in den ostasiatischen Gewässern und im Indischen Ozean feindliche, besonders englische Kriegs- und besonders Handelsschiffe versenkte, war durch die Engländer vernichtet worden und durch die genannte Sammlung sollte eine neue Emden erstehen. Der Kaiser ordnete für Mittwoch, den 5. August 1914, für das Königreich Preußen einen allgemeinen Bettag an. In unserer Gemeinde, wie im ganzen Lande, war die Kirche überfüllt. Jedermann war von der Schwere der Zeit überzeugt und betete inbrünstig zu Gott, dass er unsere Waffen zum Siege führen möge. Am Montag, dem 3. August, fand in allen Orten des Deutschen Reiches eine Pferdemusterung statt, damit das Heer die nötigen Pferdekräfte erhielt. Der Verkehr des Publikums auf den Eisenbahnen wurde bei Ausbruch des Krieges sehr beschränkt, da diese die Beförderung der Truppen nach den Kriegsschauplätzen im Osten und Westen zu besorgen hatten. Der Postverkehr wurde mit den Feindesländern gänzlich aufgehoben. Die Eisenbahnstrecken und Brücken wurden in Deutschland militärisch bewacht, damit keine Beschädigungen durch Feindeshände geschehen konnten. Feindliche Flieger erschienen an der französischen Grenze und warfen über friedliche Städte, wie zum Beispiel Nürnberg, Stuttgart, Saarbrücken, Metz und anderen, Bomben nieder, wodurch Häuser beschädigt und Personen verletzt oder getötet wurden. Spione zeigten sich oft in deutschen Städten. Französische Automobile fuhren bei Kriegsbeginn durch Deutschland, um Geld nach Russland zu bringen. Auf diese wurde in ganz Deutschland Jagd gemacht, um sie aufzuhalten. Um keinen Mangel an Geld zu haben, wurden Darlehenskassen eingerichtet und Papiergeld, 1-, 2- und 5-Markscheine ausgegeben. Auch fehlt es an Kleingeld, nun, so wurden eiserne 5- und 10-Pfennigstücke geprägt und in den Verkehr gebracht. Durch Verfügung der hohen königlichen Regierung zu Merseburg vom 18. Februar 1915 wurde angeordnet, dass es durchaus dem Geiste der großen und zugleich ernsten Zeit, in der wir leben, entspricht, wenn in allen uns unterstellten Schulen beim Eintreffen großer Siegesnachrichten nach vorangegangener Würdigung der Bedeutung dieses Ereignisses der Unterricht für den betreffenden Tag geschlossen wird. Es gilt, die Jugend anzuleiten, die ruhmreiche Zeit verständnisvoll mitzuerleben und die Erinnerung an sie unauslöschlich in ihr Gedächtnis einzuprägen. Schon vor dem Erlass dieser Verfügung wurden die eintreffenden Siegesnachrichten durch Läuten sämtlicher 3 Kirchenglocken in 3 Punkten der Einwohnerschaft bekannt gegeben und gefeiert. Viele Häuser trugen aus diesem Anlass jedes Mal Fahnenschmuck. Auch vom Kirchturm herab flatterte dann stets eine Flagge.
Die Schulkinder der ersten Klasse sangen zwischen den einzelnen Punkten des Geläuts vom Turm herab patriotische Lieder, zum Beispiel Deutschland, Deutschland über alles, die Wacht am Rhein, Heil dir am Siegerkranz und anderes. An folgenden Tagen fiel der Schulunterricht nach Hinweis auf die Bedeutung des bekannt gewordenen großen Sieges und dem Gesange vaterländischer Lieder aus. Am 24. April 1915, aus Anlass des Übergangs unserer Truppen über die Isar und den Isarkanal in Flandern. Am 5. Mai 1915, wegen der großen Karpatenschlacht in Galizien, wo die Russen von den Deutschen und Österreichern geschlagen waren. Am 4. Juni 1915, wegen Eroberung der Festung Przemyśl in Galizien, welche den Russen wieder entrissen wurde. Am 23. Juni 1915 wegen Eroberung der russischen Festungen Kowno und Nowogeorgiewsk. Am 27. August 1915 wegen des Falles der Festung Brest-Litowsk in Russland. Am 4. September 1915 wegen Eroberung der Festung Grodno in Russland. Die Eroberung von Polens Hauptstadt Warschau fiel in die Sommerferien 1915. Der Schulunterricht nahm während des Kriegsverlaufs ungestört seinen Fortgang. Schulvorkommnisse kamen wenig vor, hin und wieder halfen die Kinder in der Landwirtschaft. So wurde der Nachmittagsunterricht an einigen Tagen im Herbste des Jahres 1915 ausgesetzt, damit die Kinder in der Zuckerrübenernte mit Hand anlegen konnten. Nur selten kam es vor, dass Schulkinder zu häuslichen Arbeiten von den Müttern verwendet wurden, weil die Väter im Kriege sich befanden. Die landwirtschaftlichen Arbeiten wurden jederzeit regelmäßig im Felde und auch im Hause von den Zurückgebliebenen, besonders aber von den Frauen, besorgt, sodass sich kein Arbeitermangel groß zeigte. Die auf dem hiesigen Rittergute beschäftigten 54 männlichen und weiblichen Arbeiter und Arbeiterinnen aus Polen blieben auch während des Winters und des ganzen Krieges hier und arbeiteten, da sie als Kriegsgefangene nicht in ihre Heimat Russisch-Polen zurückreisen durften. Die Zahl der Kriegsteilnehmer aus unserer Gemeinde beträgt bis heute am 6. März 1916 100, die von dem Rittergute Etzdorf 18. Ihre Namen sind folgende. Für Tapferkeit vor dem Feinde erhielten das Eiserne Kreuz zweiter Klasse der Schlosser Franz Bayer, der Musiker Friedrich Bayer, der Werkführer Karl Lörke, der Lehrer Erich Schaaf, der Schlosser Otto Holze, der Landwirt Udo Kögel, der Bergmann und Unteroffizier Franz Lohse in Russland, der Unteroffizier Robert Georg aus Etzdorf. Letzterer wurde auch mit der sächsischen Tapferkeitsmedaille ausgezeichnet. Auf dem Felde der Ehre starben von Etzdorf den Heldentod der Arbeiter Otto Schaaf, der verheiratet war und drei Kinder hatte, in Frankreich. Der Schlosser Ernst Markgraf, er war ledig und ist der Sohn der Witwe Friederike Markgraf,
in Russland. Und eben da selbst der Pferdeknecht Karl Schleif, er hinterlässt eine junge Witwe mit 2 kleinen Kindern. Bisher wurden aus unserer Gemeinde Steuden folgende Kriegsteilnehmer verwundet: Otto Strich in Russland, Otto Born in Frankreich, Otto Goldschmidt, Karl Latan, Otto Latan, Franz Zander, Otto Becker, Richard Reinicke, Richard Schieße, Otto Hoske, Karl Hoske, alle in Frankreich, Otto Walter in Russland. Die größte Zahl war nur leicht verwundet. Besonders schwer waren verletzt worden Otto Becker, Otto Born und Otto Strich. Sie wurden infolge ihrer Verwundung kriegs- und garnisonsdienstunfähig. Otto Strich suchte darum Stellung als Techniker im Zivildienst. Otto Becker wurde am 12. Oktober 1914 in der Schlacht bei Verdun durch ein Dum-Dum-Geschoss am linken Oberschenkel schwer verwundet. Behandelt wurde er in den Lazaretten zu Hagenau, Wilhelmshain, Ludwigsburg, beide in Württemberg und zuletzt im Bergmannstrost zu Halle-Saale. Diese ärztliche Behandlung hat über ein Jahr gedauert. Anfangs benutzte er 2 Krücken zum Gehen, jetzt aber kann er sich frei ohne alle Hilfsmittel bewegen. Mit Begeisterung, mit Lust und Liebe zogen unsere Vaterlandsverteidiger zum schweren Kampfe hinaus, um für des Vaterlands Größe, Macht und Ehre, für den heimischen Herd, für Frauen und Kinder, für die Fortdauer des deutschen Volkes zu streiten. Sorgenlos konnten sie ausziehen, da der Staat in hochherziger Weise für ihre zurückbleibenden Frauen, Kinder, arbeitsunfähigen Eltern usw. sorgte, da jede Frau anfänglich eine monatliche Kriegsunterstützung von 12 Mark, jedes Kind 6 Mark erhielt, die später auf 15 bzw. 7,50 Mark erhöht wurde. Auch die Gemeinde nahm sich in liebevoller Weise dieser Personen an und erhöhte diese Unterstützungen durch freiwillige Beiträge, sodass trotz der steigenden Preise der notwendigen Bedürfnisse des täglichen Lebens keine Not unter ihnen herrschte. Nur die Sorgen für die draußen tapfer Kämpfenden bedrückte sie schwer und die lange Dauer des Krieges. Durch Bundesratsverordnung vom 3. Dezember 1914 wird den Wöchnerinnen eine besondere Fürsorge zugewendet. Die Ehefrauen der Kriegsteilnehmer erhalten aus den Krankenkassen oder vom Staate, falls sie oder ihre Männer nicht Mitglied einer Krankenkasse sind, folgende Zuwendungen. Erstens einen einmaligen Beitrag zu den Kosten der Entbindung in Höhe von 25 Mark. Zweitens ein Wochengeld von 1 Mark täglich, einschließlich der Sonn- und Feiertage, für 8 Wochen, von denen mindestens 6 in die Zeit nach der Niederkunft fallen müssen. Drittens eine Beihilfe bis zum Betragen von 10 Mark für Hebammendienste und ärztliche Behandlung, falls solche bei Schwangerschaftsbeschwerden erforderlich werden. Und viertens für Wöchnerinnen, solange sie ihre Neugeborenen stillen, ein Stillgeld in Höhe von 1,5 Mark täglich, auch für Sonn- und Feiertage, bis zum Ablauf der 12. Woche nach der Niederkunft. Auf Anordnung der königlichen Behörde sollen in allen Gemeinden alle 8 oder 14 Tage Kriegsbetstunden gehalten werden, solange der Krieg dauert. In hiesiger Gemeinde wurden diese Kriegsbetstunden in der ersten Zeit des Krieges alle 8, später alle 14 Tage abgehalten, und zwar während des Sommerhalbjahres am Mittwoch abends um 8 Uhr und im Winterhalbjahr abends 19:30 Uhr. Der Kirchenbesuch dieser Kriegsbetstunden kann nur ein sehr guter genannt werden und wurden diese namentlich von Frauen recht fleißig und zahlreich besucht. Im September 1916 fand die amtliche Ausschreibung der 5. Kriegsanleihe statt. Ihr Ertrag war wieder ein sehr erfreulicher, denn er betrug 10.651.000,7 Millionen Mark. Auch die Schule beteiligte sich wieder an dieser Zeichnung und wurden durch die Schulkinder der 4 Klassen und durch den Hauptlehrer Offenei von den Bewohnern des Dorfes 1050 Mark gesammelt. Die weitere Goldsammlung brachte wiederum 470 Mark,
in 10 und 20 Mark Goldstücken ein. Da sich eine Knappheit in allen Lebensmitteln, zum Beispiel in Fleisch, Butter, Zucker usw. ergab, so wurden überall in Deutschland Fleisch-, Fett-, Zuckerkarten ausgegeben, um eine regelmäßige Verteilung dieser Lebensmittel herbeizuführen. Auch an Seifen zeigte sich großer Mangel, so dass auch Seifenkarten eingeführt wurden. Kaffee war fast nicht mehr zu erhalten. Auf eine erwachsene Person kamen wöchentlich in unserem Orte 170 Gramm und auf ein Kind 130 Gramm Fleisch. Zucker auf jede Person 125 bis 200 Gramm in der Woche. Butter 60 bis 70 Gramm. Man musste die größte Sparsamkeit und Enthaltsamkeit üben, damit wir Deutsche durchzuhalten vermögen. Wer ein Schwein schlachten wollte, musste es in seinem Haushalte selbst 6 Wochen lang füttern. Kleidungsstücke, die alle behördlicherseits gebracht waren, konnte man nur gegen einen Bezugsschein kaufen, wenigstens die billigeren Sachen. Den Heldentod fürs teure Vaterland starben weiter aus unserem Dorfe der Sattlermeister Franz Teichmann am 18. Mai 1916 bei Erstürmung der Höhe 304 auf dem linken Maasufer vor Verdun. Der Knecht Paul Reinicke am 30. Mai 1916 auch vor Verdun und der Bergmann Franz Bierende am 20. Juli 1916 in der furchtbaren Schlacht vor der Somme. Alle drei waren Ehemänner und hinterlässt der erste eine Frau mit 5 Unmündigen, der zweite eine Frau mit 3 und der dritte eine Frau mit 2 Kindern. Die schweren Kämpfe im Oktober in Frankreich haben auch in unserer Gemeinde 3 Opfer gefordert. Den Heldentod starben am 5. Oktober 1916 Karl Hermann, Sohn des Arbeiters Gotthilf Hermann, am 10. Oktober Hermann Bornschein und am 13. Oktober an der Somme Erich Küsel, Sohn des Gärtners Gustav Küsel zu Etzdorf. Auch dem Musketier Hermann Bornschein war das Eiserne Kreuz verliehen. Da er inzwischen auf dem Felde der Ehre gefallen war, wurde es seiner Ehefrau zugesandt. Im November 1916 wurden die Kriegsunterstützungen für Frauen für den Monat auf 20 Mark und für Kinder bis zu 15 Jahren auf 10 Mark erhöht, weil die notwendigen Lebensmittel und so weiter immer teurer wurden. Als Kriegsteilnehmer sind aus hiesiger Gemeinde noch später eingezogen worden der Schmied Alwin Schauseil, der Schmied Hermann Hartnack, der Zimmermann Oskar Rauchfuß, der Fleischer Franz Kindler, der Arbeiter Paul Hoske, der Schlosser Paul Holze, Karl Kloß, Musiker Rudolf Gutjahr, Arbeiter Hermann Peinhardt, Pferdeknecht Willem Masthoff Junior, Dachdecker Karl Jene, der genannte verstarb im Jahre 1992, Landwirt Oskar Saalfeld, Pferdeknecht Albert Pog, Arbeiter Otto Kapser, Verwalter Paul Böttcher, Gärtner Bertolt Böttcher, Landwirt Louis Hausschild, Paul Friedling. Aus Etzdorf wurden nach und nach noch einberufen Ferdinand Hede Junior, Hermann Hede, Karl Markgraf, Otto Markgraf, Max Markgraf, Gustav Stammnick, Wilhelm Grossmann, Kurt Grossmann, Karl Hoffmann, Wilhelm Feige, Adolf Steyer, Paul Georg, Franz Görg, Otto Giemser, Arthur Wichlatz, Wilhelm Reinicke. Im September des Jahres 1914 gerieten in englische Gefangenschaft Hermann Peinhardt, Sohn des Käsefabrikanten Hermann Peinhardt und Bertolt Böttcher, Sohn der Witwe Minna Böttcher. Vermisst wird seit 1914 der Geschirrführer August Wöhlmann aus Etzdorf in Frankreich und seit dem Sommer 1916 der Arbeiter Karl Weber, auch von Etzdorf in Russland. Beide sind verheiratet und besitzen Frau und Kinder. Am 27. Februar 1917 starb auf dem östlichen Kriegsschauplatz in Russland Wilhelm Spatzier, Arbeiter des Gutsbesitzers Theodor Günther, den Heldentod fürs Vaterland. Er hinterlässt eine Witwe mit 2 unerwachsenen Töchtern.
Das Eiserne Kreuz zweiter Klasse haben weiter aus unserer Gemeinde erhalten der Maurerpolier Oskar Bessler, der Geschirrführer Wilhelm Goldschmidt und der Bergmann Traugott Ockert. Auch an der Zeichnung der 6. Kriegsanleihe beteiligten sich wiederum die hiesigen Schulen. Der Zeichnungsbetrag erreichte die erfreuliche Summe von 3.120 Mark. Auf dem Felde der Ehre starben weiter den Heldentod fürs Vaterland im Jahre 1917 Kurt Strich, Sohn des Zimmermeisters Otto Strich, am 15. Juni bei Hollebeke. Oskar Saalfeld, Sohn des Kossaten Friedrich Saalfeld hier, gleichfalls in Flandern am 8. August, und Wilhelm Grossmann, Sohn des Gastwirts Wilhelm Grossmann in Etzdorf, am 10. November auch in Flandern. Alle drei waren ledig. Ehre ihrem Andenken. 1918. Den Heldentod starben am 1. April 1918 Otto Goldschmidt, Sohn des Aufsehers Wilhelm Goldschmidt, der damit seinen zweiten Sohn verlor. Der Gefallene war verheiratet und hinterlässt eine Witwe mit zwei Töchtern. Ferner der ledige Unteroffizier Hermann Zachius am 30. März 1918. Er ist der Sohn des Maschinisten Friedrich Zachius und trat, noch nicht 17 Jahre alt, im Jahre 1914 freiwillig in das Heer ein, um für sein Vaterland zu kämpfen. Aus Etzdorf starb an den Folgen einer Verwundung in einem Lazarett in Bayreuth in Bayern Arthur Wichlatz am 26. März 1918, Sohn der Witwe Wichlatz. Der Gärtner Herr Gustav Küsel zu Etzdorf verlor seinen zweiten unverheirateten Sohn, der am 11. April 1918 auch in Flandern auf dem Felde der Ehre starb. Ehre ihrem Andenken. Im März und April 1918 war die 8. Kriegsanleihe ausgeschrieben worden. Auch die hiesige Schule beteiligte sich an derselben und wurden durch den Hauptlehrer Offenei im Ganzen 5.631 Mark gesammelt und gezeichnet. Den Heldentod fürs Vaterland starben weiter der Kanonier Karl Busch, Sohn des Stellmachermeisters Busch, am 6. September 1918 infolge schwerer Verwundung in einem Kriegslazarett. Hermann Kindler, Sohn des Maurers Gustav Kindler, am 15. September 1918. Paul Vogt, Sohn des Maurers August Vogt, am 21. Juli 1918. Der Musketier Otto Walter, Sohn des Schuhmachermeisters Otto Walter, am 6. Juli 1918 infolge Lungenentzündung und Herzschwäche. Alle in Frankreich. Unseren Kriegern, die auf dem Felde der Ehre gefallen sind, ist noch einer nachgefolgt, der Unteroffizierseminarist zu Elsterwerda, Bernhard Hempel, Sohn des hiesigen Kaufmanns Bernhard Hempel. Der stets begeisterte Jüngling wurde im Mai 1918 am Kemmelberg verwundet. Die Behandlung in verschiedenen Lazaretten, unter anderem in Greifswald in Pommern sowie Naumburg an der Saale, schien auch guten Erfolg zu haben. Eine hinzukommende Lungenentzündung hat dem jungen Leben ein Ende gesetzt. Er starb am 17. Januar 1919 im Lazarett zu Naumburg und wurde auf hiesigem Kirchhofe beerdigt.